RWE baut einen Windpark mit 48 Windrädern in die Nordsee. Damit sie Strom machen können, bekommen die Windräder ganz große Propeller. Die nennt man Rotoren. Und die sind so groß wie 2 Fußballfelder. Heute sehen wir, wie die Rotoren angebaut werden. Wir haben 2 Möglichkeiten, den Rotor zu installieren. Das eine ist, dass ich die Blätter offshore montiere, also auf der Baustelle draußen im Baufeld. Oder man montiert den Rotorstern im Hafen vor und nimmt den vormontierten Rotorstern dann mit ins Baufeld und montiert ihn da als ein Stück. Hat den großen Vorteil, man braucht nur ein Wetterfenster, um den Rotor zu heben und zu montieren. The weather is very changeable offshore, and this is why it's very important to have a look at the forecast to be able to make the right decision before we go ahead with the lift, because really when we start the lift we're not able to stop and we must complete it. We're obviously at a critical moment now as it gets moved across and passes the blade and pass very closely to the deck. So it's always a very critical moment as it's seeing it progressing, but the moment the installation is running very smoothly, very well. There's a very fine operation between the crane maneuvering, but also the nacelle itself, which is being turned so that it's really positioned, that it's possible to attach the 2 components together. A rotostar is always the most impressive installation in this way due to its diameter and size to get this installed, and also to know you have that final piece onto the wind turbine. Die Flächen sind mehr oder weniger von der Projektladung her befreit. Ja, jetzt sieht man hier die Ergebnisse von 3 Jahren harter Arbeit. Alles leer, alles verbaut. Der letzte Rotorstern ist verladen. Ja, das war's. With all wind turbines installed, there's still work ongoing on site. This is mechanical completion teams that are going into the towers to finalize, and there's also the commissioning which is ongoing, and also the various connections with the cabling and the generating of electricity. Im nächsten Film sehen wir die allerletzten Arbeiten an den Windrädern. Dann sind sie ganz fertig und können Strom machen.